Und wieder einmal guten Morgen Welt hier bei Menulash. Wir gehen ins Zentrum. Und zwar Trainingsprogramm Nummer 3. Das müsste eigentlich ein neues Motorrad beherbergen. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Auf jeden Fall werden wir jetzt dann auch gleich den TQO Panda fahren dürfen. Aber wir müssen noch mit der Roach ein paar Herausforderungen meistern. So, Puppe, red nicht so viel. Ich will driven. Ich will losfahren. Genau, mach die Schranke runter und ich fahre ja los hier. Das war noch nicht so wirklich das Hindernis. Jetzt kommt der erste Bunny Hop. Auf der Anzeige, da sehen wir es schon einigermaßen ganz gut, aber ich würde das gern so in die Praxis umsetzen, damit man das auch live sehen kann, wie man es nicht machen sollte. Sodele, ganz easy. Okay. Ich hänge da eigentlich noch fast am Arsch, so muss ich sagen. Aber ich lasse mich davon nicht beirren, nicht? So, auch kein Problem. So, physikalische Gesetze gelten auch für mich. Also Gegenstände, die haben auch physikalische Gesetze, das ist mir klar. Anschubsen, fallen lassen. Und auch balancieren ist hier wichtig bei Trials Fusion, ist mir auch klar. Kenne ich auch schon. Ist ja nicht das erste Hindernis. Und ich würde sagen, gut gerettet, Ziel fertig, aus, wir machen weiter. Wir haben die dritte Rennlizenz bekommen, dann fehlen uns noch zwei. FMX sind die Tricks, die werden da unten kommen, das seht ihr hier. Aber wir geben uns erstmal den Wolkenkratzer Showdown. Ja, wie immer, Gold im Fokus, Gold im Visier. Platin, das werde ich euch dann nachher zeigen, oder beziehungsweise werde ich dann nachher dann einfach versuchen. Auch die Herausforderungen, die machen wir dann nachher. Jetzt schaue ich mal schnell. Führe minus 15 Salt in einem fehlerfreien Lauf aus. Fahre fehlerfrei, ohne das Gas loszulassen oder zu bremsen. Fahre die Fusionskugel über die Ziellinie. Okay. Also machen wir mal hier ein Salto. Brauchen wir nur noch 14. Es sollten nochmal zwei gewesen sein. Und das war Nummer 4. Ich traue mich noch nicht so wirklich, gleich mehrere zu benutzen, also mehrere zu machen. Das müsste Nummer 5 und 6 gewesen sein. Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Das geht gar nicht. Da war ich zu fokussiert on the salty, ne? So. Das sind zwei auf jeden Fall. Und nochmal zwei an der Zahl. Diesmal nur einer. Wieder zwei. Ich glaube, ich müsste jetzt bei 7 an der Zahl stehen. Sodele. Wieder gleicher Fehler. Nein, diesmal nicht. Das ist auch voll das Gecheat hier. Na komm. Na komm. Jawohl. Also, super gerettet. Ich weiß jetzt nur natürlich nicht, ob das auch Gold geben wird. Ich bezweifle es da, weil wir da haben wir schon einige Sekunden liegen lassen jetzt gerade eben. Okay, das waren jetzt mehrere Salti. Ich weiß jetzt halt, fuck, nicht genau, wie viele das waren. Auf jeden Fall ist der wunderbare Rettungsversuch von uns gescheitert. Wir sind da gefallen und ich muss ganz ehrlich sagen, bei solchen Strecken will ich einfach keine Fehler haben, also das geht eigentlich gar nicht, dass man da Fehler hat. Von daher nochmal neu und besser machen. So, diesmal machen wir es ein bisschen anders. Diesmal sparen wir uns den Salto. Fuck, jedes Mal aufs Neue. Also, jetzt hakt es gerade ein bisschen. Jetzt float's nicht mehr ganz so schön wie vorher. Nur einen Salto diesmal. Geht mal sicher. Wieder nicht toll gelandet. Und das merkt man dann daran, dass man da nicht weiterkommt. Da unten lauert nichts. Nee, nee. Ich will neu. Ich will neu. Oh Mann. Also, relativ unglücklich jetzt gerade hier. Wir sparen uns mal die Salti und gehen hier auf die Goldmedaille. Das ist, glaube ich, etwas wichtiger.
Okay, das war wunderbar gemacht. Ach komm, noch ein Salto. Wunderbar. Und diesmal... fick doch deine Mutter, ganz ehrlich. Nein, ich will die Herausforderung nicht. Okay, jetzt beginnt langsam der Rage-Modus. Ich bin jetzt erstmal für eine Minute still. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Jetzt ist Time Off, würde ich mal meinen. Ah ja, genau. Aber komm. Jetzt hängst du da wie so ein behinderter Dorftrottel. Okay. Jetzt ist Fun over. Das war wunderschön. Ha. Ausgedrückt würde ich mal meinen, ne? Fünfmal legst du mich nicht aufs Kreuz hier. So, ein bisschen Wasserspielchen und dann geht's ab. Und wunderbar und das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein im letzten Sprung. Ah, Mann, das ist doch jetzt... Der Part ist jetzt schon länger, als ich wollte. Nein, nein, nein. Komm, 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 komm. Das lasse ich mir nicht nehmen hier. Okay. Wunderbar. So läuft es eigentlich. So soll es laufen hier, meine Freunde. So sollte es sein. Ich weiß gar nicht, wie viel Salti wir jetzt schon gemacht haben. 15 glaube ich, aber allerdings noch nicht. So, das läuft gut. Das läuft gut. Da kommen wir rauf. Und dann nehme ich noch den Hopser mit. Und dann ist das die Goldmedaille. Dann ist das die Goldmedaille. Wir fliegen auf den Laster. Wunderbar. Und jetzt haben wir die Goldmedaille. Wunderbar. So gehört sich das Egg Freumig. Und nächste Stage freigeschaltet eigentlich. Park and Ride. Wir nehmen die nächste Strecke aufs Kreuz. Three, two, one. Also ich glaube irgendwie, ihr seht ja schon die Herausforderung, ich glaube Salti sind in dem Spiel sehr beliebt. So, ein bisschen Wasserspritzchen hier, sehr gut, fuck. Okay, sollte mit dem Scheiß aufhören, Saltos sind nicht meins, das habe ich schon bei Trials Evolution merken, ficken dürfen. Aber ich kann es irgendwie nicht lassen. Ich will halt trotzdem alle Herausforderungen schaffen, aber jetzt hat... So schwer ist es einfach dann doch nicht. Okay, das geht gut. Da jumpen wir ein bisschen hoch auf den Tennisplatz. Der ist noch nicht so future-mäßig. Er ist nach wie vor rot. Okay, gut. Glaube ich, das Motorrad beherrscht hier. Also Beherrschung natürlich für die Controller gehört natürlich immer dazu. So. Ich hoffe jetzt, dass das... Schwung hat gereicht. Gerade so. So, da gehen wir oben rum. Die Solarzellen hier, Solarplatten, die überwinden wir mit Leichtigkeit. Und da ist schon das Ziel. 52 Sekunden für die Goldmedaille. Wunderbar. Und wir haben 44 Medaillen. Und warum schaltet das nicht frei? Weil wir die Lizenz noch nicht dafür haben. Wir kämpfen uns jetzt erstmal durch das fette Luftschiff und dann sehe ich da schon das nächste Trainingsprogramm dann gleich. So, durch diesen Fail auf der vorletzten Strecke gab es jetzt ein bisschen, gibt es jetzt ein bisschen längeren Part, vermute ich mal. Außer ich fahre ja die jetzt noch ganz schnell durch. So,
abendliche romantische Stimmung hier. Aufs Luftschiff, okay, nice one. Und wieder ein Salto, aber ich glaube, diesmal zählt er gar nicht dazu. Da, ah, okay, ah, ja, ja, okay, 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 da nehmen wir den Weg nach unten. Wir können ja noch mehr fahren. So, also wunderbar gerettet. Ich glaube aber wieder einmal, dass das die Goldmedaille jetzt gekostet hat. So, dann nehmen wir noch den letzten Schwung mit, dass wir dann nach oben kommen. Und hier auch. Auf das nächste Luftschiff. Wieder nach unten. Und jetzt halt richtig Power geben. Richtig, richtig Power geben. Dass wir richtig schön nach oben fahren. Und das geht wieder nach unten. Ja, so wie so oft im Leben. Nach oben, unten. Alles möglich. Und das schneller als man denkt. Ich hoffe, dass das jetzt noch gut geht. Ich hoffe, dass das nicht gut geht. Fuck. Also, next Trial. Trail on Trials. Oh Gott, was war das denn jetzt bitte? Also nochmal ein bisschen Schwung hier nehmen. Die Antenne wird jetzt dann gleich abbrechen hier, genau. Machen wir zu Schrott hier die ganze Chose. Ach komm! Also die Roach ist wahrlich eine 450, das muss man jetzt mal ganz klar so anerkennen. Nicht gerade das gelenkigste Teil hier bei den Motorrädern. Schwerfällig, aber einen Motor unterm Arsch. Alter Schwede, jetzt beginnt so langsam die deprimierende Phase dieses Games. Beziehungsweise das ist halt einfach nur so, man könnte ja auch die einfach nur abschließen, die ganze Chose, und sagen, okay, wir fahren dann einfach mal durch. Nein, das wird hier nicht getan. Hier wird um Goldmedaillen gekämpft. Das ist eigentlich sicher und klar, dass man das machen sollte. Das ist natürlich auch der Anspruch quasi an mich oder an die Gaming-Szene, würde ich mal meinen, dass man da ein bisschen was zeigt. So. Ein bisschen Motivation oder Ehrgeiz gehört natürlich auch immer dazu, das ist ganz klar. So. Bam. Und jetzt müssten wir den Schwung haben. Ich mache nochmal einen kleinen Bunnyhop dazu und wir sind. So gehört sich das. Und da ist das Ziel. Ich hoffe, dass das die Goldmedaille ist. Das ist sie. Wunderbar. Neuer persönlicher Rekord und goodbye. So, ja, wir werden langsam besser. Und zum Schluss kommt der Hafenhype. Dann werden wir ein bisschen tricksen, dann wird es Punkte geben für diese ganzen Tricks und alles, die man mit dem rechten Analogstick ausführen kann. Beziehungsweise bei der Tastatur ist es WSAD, aber wer spielt schon mit Tastatur? So, geht es gut? Nein, es geht nicht gut. Sowas ist zum Beispiel essentiell für eine Platin-Medaille, dass man da wirklich genau richtig aufkommt. Ah, Statue schon für uns erbaut. Wunderbar. So gehört sich das. Ah, das wird jetzt nicht gut gehen. Das wird nicht gut gehen. Und das ist der Crash. Das ist das Aus. Wir beginnen von neu. So, genau, sowas war zum Beispiel super, so gehört sich das eigentlich. Und sowas, so muss der Flow quasi sein, also so. Ich sag zu oft so, fällt mir auf. Das sollte ich mir abgewöhnen. So, schon wieder so. Wir machen jetzt das mal ein bisschen klüger hier die Stelle und. Das war mir klar. Das war mir klar. Das wird wieder nicht gut laufen. Das war jetzt eher suboptimal. Das auch. Aber für Gold dürfte es, glaube ich, schon noch reichen. Ist ja noch eine einfache Strecke. Track-Strecke, so eine Mischung aus beiden jetzt gerade eben in ein Wort zusammengetan. Das ist noch möglich. So. Und das Schiff meistern wir auch bravös. Okay. Kurzer Schockmoment, nicht gewusst, wo es weitergeht, beziehungsweise ob es weitergehen wird im Wasser.
Wahrer Balancierakt, wunderbar, da fliegen wir nicht auf die Fresse. 42, das ist die Goldmedaille, wir nehmen das nächste Schiff. Gen-Trick-Programm, FMX nennt sich das. Die Abkürzung für... Das weiß ich nicht. Aber wir beginnen einfach mal. Es gibt verschiedene Tricks, Superman, was gibt's noch, Underdog, natürlich auch den normalen Salto. Und ein paar werden wir jetzt üben, hier in dem Trainingsprogramm. So, herzlich willkommen, Puppe. Ich will, dass du mir gleich auf den on the screen zeigst, was ich machen soll, und dann mache ich dir das auch. Ihr seht ja schon mal den Superman, den Coffin gibt's, Going Up, und wir machen den Superman. Ja, habe ich doch jetzt. Hallo. Okay. So, was will er jetzt? Das ist... Nee, das ist der Superman. Nein, das wäre der Proud Hero. Going Up. Nein. Okay, okay. Dann so. Ruler. Ruler. Geschafft. Das war nicht der Bau, nehme ich mal an. Nee, da müssen wir am Lenker bleiben. Nein, da müssen wir am Lenker bleiben. Ja, 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 nein, 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 nein. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's. Underdog. Ja, toll. Nein. Proud Hero. Superman. 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 Ruler. Ja, wunderbar. Das ist mir eigentlich herzlich Wayne, was du mir da jetzt gerade zeigst. Ich will eigentlich den Bow. Nein, den will ich nicht. Going Up. Komm. Hallo, Going Up. Das ist es doch. Dead Buddy. Okay. Der Driller. Going to Heaven. Kiss of Death. Nein. Kiss of Death, komm. Slash. Ja, häng gerade auf dem Schlauch. Ah, wir haben es geschafft, okay. Ah, okay, das ist der Proud Hero. Das ist schon etwas easier. Na komm. Nein. Mein Gott, du scheiß Motorrad, bleib halt mal einfach so, wie ich dich haben will. Proud Hero. Hallo. Ja, lass mich auf die Strecke. Komm, 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 komm. So, tschüss. Jetzt fahren wir los. Backflip. So, jetzt müssen wir echt Punkte machen. Okay. Dann machen wir den Slash. Mit 3000 perfekten Punkten. Nee. Der Coffin bringt uns keine Punkte. Okay. Wir haben die Foxbat freigeschaltet und die Kaktus-Herausforderung. TKO, TKO Panther, also ist freigeschaltet und alle FMX steigen. Sie wissen halt gleich, wer hier der Trickmaster ist. Ganz klarer Fall. Die nächste Rennlizenz haben wir. Dann fehlt nur noch Rennlizenz Nummer 4 und wir geben uns den waghalsigen Showdown, bevor wir dann zu abgefahren übergehen. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt auch. So, nur für Angeber. Sie bietet hervorragende Kontrolle in der Luft und eine entspannte Federung.
Genau das brauchen wir für diese Tricks. Und das machen wir gleich mal wahr. So im richtigen Rennen ist es auch ein bisschen einfacher, die ganzen Tricks anzuwenden, finde ich. Da hat man irgendwie ja, die Freiheit, was man alles machen kann. Okay, so viel zum Thema Freiheit. Da hat er sich ein bisschen verschätzt, würde ich mal meinen, der Kumpel hier. Coffin mit Backflip, Coffin mit Backflip. Ganze 3000 Punkte mit der erfolgreichen Landung. Der Underdog, der bringt richtig viele Punkte und ich glaube, da müssten wir bei Null sein, weil wir eine Bruchlandung hingelegt haben. Wunderbar. Also nochmal Coffin. Coffin, Coffin, Coffin. Bis zum Schluss. 3000 Punkte, das muss drin sein. Genau. Perfekt. Dann machen wir den Driller. Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Da kommt er nicht mehr richtig auf sein Motorrad drauf hier, der Kollege. Wir machen nochmal den Coffin mit einem Salto und das gibt ganze 4000 Punkte fast. Driller, richtig draufgesetzt, 5000 Punkte. Going to Hell gibt uns auch nochmal 3, nein 4 sogar, weil wir eine perfekte in den Landung hinlegen. Und ein Frontflip für die Mädels. Okay, das war nichts. Backflip, 13.000 Punkte Gold, Zeitbonus und das reicht noch für die Goldmedaille. Okidoki. Ich habe noch nicht so richtig das Timing herausgefunden, weil es ist manchmal relativ schwer noch abzuschätzen, kriegt er jetzt noch seinen Hintern auf das Bike oder nicht. Deshalb ist es manchmal ein bisschen tricky, aber sonst glaube ich, dass man da richtig schön was zeigen kann. Nächster Technikparcours. Zeige Tricks und fahre schnell, um dein Adrenalin-Level hochzuhalten. Ja, Klärchen. So, möglichst weit fahren. Okay, jetzt wird es langsam etwas knifflig. Na, wieder im grünen Bereich. Sehr gut. Und Alep. Ah, das war nicht gut. Das war nicht gut. Okay. Wo warst du zu, mein Lieber? Regenwaldrennen freigeschaltet. Gold reicht, passt. Wir geben uns die Ehre. Wir geben uns damit zufrieden. Und damit haben wir auch den fünften Bereich freigeschaltet. 47.000, ja, das war jetzt klar. Das war einfach nicht so toll. Wir haben den Regenwald freigeschaltet. Vorher müssen wir uns aber um die Kaktusherausforderung kümmern. Das machen wir im nächsten Part. Ich sage, habe die Ehre. Danke, Freunde. Und gute Reise. Guten Abend.